und danke fürs Einschalten meines Videos und fürs Anschauen meines Videos. An dieser Stelle würde ich euch bitten, mir ein kleines Abo dazulassen. Das könnt ihr unten über das kleine Logo machen oder eben auch einfach unter dem Video unten oder am Ende des Videos. Denn wie ihr vielleicht selber euch denken könnt, ist es für mich viel einfacher, Test- oder Leihwerkzeuge zu bekommen, je mehr Abonnenten ich habe und je größer meine Reichweite ist. Und da ich mir die Aufgabe gemacht habe und die Mühe mache, für euch Hersteller anzuschreiben und Hersteller zu kontaktieren, dass sie mir Test- und Leihwerkzeuge zur Verfügung stellen, damit ich die ausprobieren kann und euch eben ein Feedback dazu geben kann, wäre es super lieb, wenn ihr mir ein Abo dalasst und das würde mir extrem weiterhelfen. Danke an der Stelle, los geht's mit dem Video. Ja, servus liebe Schrauber und Kulturbahnhausen, willkommen im heutigen Video. Heute habe ich für euch mal was ganz anderes. Und zwar habe ich für euch heute mal einen kleinen Tipp parat. Jeder von euch kennt das, wer viel arbeitet und vor allem viel mit Metall und ähnlichen Werkstoffen, der stellt sich immer die Frage nach den richtigen Verbrauchsmaterialien. Und ich habe da zwei Sachen für euch heute mal auf dem Schirm. Zum einen Bohrer. Und zum anderen, wie ihr hier sehen könnt, diverse Trennscheiben und Schleifscheiben für die Flex. Warum? Es geht hier ganz einfach um ein Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich euch gerne mal zeigen möchte. Bei Bohrern kennt das jeder, denke ich mal. Egal ob Bohrer von Bosch, Bohrer von Makita oder von jedem anderen Hersteller. Auf kurz oder lang, wenn man sie viel benutzt, passiert irgendwann sowas hier. Sprich, die Bohrer brechen ab. Ich persönlich sehe ja Bohrer immer als Verschleißmaterialien. Klar, natürlich, wenn man die richtigen Drehzahlen beim Metallbohren benutzt, eine richtige Kühlung hat und eben auch die richtige Schnittgeschwindigkeit und ähnliches beachtet, dann halten die durchaus länger. Manche Bohrer kann man auch durchaus an einer Schleifhexe oder an einem Schleifstein oder auch manuell mit einer Feile kann man die Bohrköpfe wieder schärfen, wenn sie mal ein bisschen stumpf sind. Alles gut. Aber wenn man viel bohrt, vor allem durch dicke Stähle, irgendwann bricht so ein Bohrer immer gerne mal ab. Und ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass es absolut keine Rolle spielt, bei welchem Hersteller. Ich habe Bohrer von Bosch Professional, ich habe Bohrer von Bosch Normal, ich habe Bohrer von Makita, ich habe Bohrer von Metabo und alle brechen sie irgendwie gleich irgendwann ab. Ich habe da jetzt irgendwie, teilweise war ich enttäuscht, dann hatte ich hier so ein schönes, hier so dieses schöne Bosch Set, wo alles Mögliche drin ist, von Bohrern über Bits über sonst irgendwas. Und nach kürzester Zeit, sagen wir mal nach 2-3 Monaten oder sowas, bricht der erste Bohrer ab. Nach der 10.-12. Benutzung. Das gleiche hatte ich schon bei Makita-Bohrern. Das hatte ich auch bei HSS-Stahlbohrern, speziellen Stahlbohrern von Stahlbohrunternehmen, die ich extra besorgt habe. Ich hatte sogar teilweise speziell gehärtete Bohrer, teilweise sogar Titanbohrer, Spezialbohrer, die auch super schnell abgebrochen sind. Da wollte ich euch jetzt einfach mal einen kleinen Tipp geben. Ich habe auch hier zum Beispiel diese tolle Makita-Kiste gehabt. Oder habe ich sie immer noch? Mit ganz vielen Bohrern, Bohraufsätzen, Kronenbohrern, Bits und sonst irgendwas. Aber dazu komme ich später nochmal. Da sind auch diverse Bohrer drin und da sind auch diverse Bohrer von abgebrochen. Also entweder haben sie alle gleich schlechte oder gleich gute Qualität. Das kann man schlecht beurteilen ohne Prüflabor. So, mein Fazit aus der ganzen Nummer ist aber ein anderes. Und zwar spielt es für mich keine große Rolle, woher ich die Bohrer beziehe. Ich habe es mittlerweile so, dass ich sie kaufe, wenn sie irgendwo im Angebot sind. Sei es so eine Kiste Workzone Bohrer vom Aldi. Jeder kennt sie. Jeder hat sie schon mal gesehen im Aldi. Oder eben sonst irgendwoher. Mich persönlich juckt es nicht mehr wirklich, wo die Bohrer herkommen. Hauptsache, ich habe Bohrer, die meine Arbeiten ausführen und Hauptsache, sie kosten nicht viel Geld, weil
ich die Erfahrung gemacht habe, dass teure Bohrer genauso schnell brechen können wie billige Bohrer, je nachdem, was man gerade bohrt und wie man gerade vorgeht. Und dementsprechend sind für mich Bohrer und genauso wie Trennscheiben absolutes Verschleißmaterial. Und insofern kaufe ich sie günstig. Mein spezieller Tipp an der Stelle ist, ich kaufe sowohl meine Bohrer als auch meine Trennscheiben für die Flex und auch alle anderen Scheiben. Zum einen im Aldi, eben unter dem Workzone-Label. Und zum anderen ein ganz besonderer Tipp im Action. Action ist so ein niederländisches Unternehmen, das hat mittlerweile überall in Deutschland eine ganze Menge Standorte aufgemacht. Da kriegt man alles. Wirklich alles. Für einen Haushalt, Lebensmittel, man kriegt alles. Getränke, man kriegt aber auch, es gibt auch eine große Werkzeugabteilung, wo es Sachen wie Klebeband, einzelne Werkzeuge, alles Mögliche halt gibt. Unter anderem haben die auch immer wieder verschiedene Bohrersets im Angebot und verschiedene Aufsätze, Scheiben für die Flex, auch für Multitools, ebenso Sägeaufsätze für so Schwinggeräte, Sägeblätter für Stichsägen und ähnliches. Und ich kaufe die Sachen tatsächlich da, weil sie kosten so gut wie nichts. Bestes Beispiel, wir haben hier diese Bohrerbox mit den Größen von 2 bis 10. Standardabdeckung. Jetzt sind keine halben Größen dabei, nur gerade Größen. Also nicht 2,5, 3,5, sondern 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9er Bohrer fehlt. Warum? 9er Bohrer nutzt man halt recht selten. Und diese Bohrerbox kostet 2,60 €. Genauso diese 10 Scheiben, die es mal waren, Trennscheiben. Und zwar sind das nicht irgendwelche Trennscheiben, sondern das sind Trennscheiben für Edelstahl. Die haben auch normale Trennscheiben für Stahl. Aber das sind halt Trennscheiben für Edelstahl, 10 Stück. Und diese Trennscheiben kosten keine 5 €. Ich meine sogar, dass sie 3,99 € gekostet haben. Klingt verrückt. Klingt auch extrem billig. Und da ist auch immer so diese Gefahr, die man selber darin sieht oder die man so sich vorstellt. Oh, taugt das wirklich was? Mein Fazit, sie taugen was und ich kaufe diese Sachen mittlerweile im Action und beim Aldi, wenn sie gerade im Angebot sind. Warum tue ich das? So eine tolle Metabo-Trennscheibe hier, wo ganz toll dick Metabo draufsteht. Oder hier so eine Schleifscheibe, wo ganz fett Garant draufsteht. Oder so eine schöne. Ah, man sieht es hier nicht mehr gut. So eine schöne Schleifscheibe, wo mal ganz fett Makita drauf stand, macht nichts besser als die Teile von der Eigenmarke vom Action zum Beispiel. Diese nennt sich Werkmann. Genauso ist auch die Bezeichnung der Bohrer. Ist auch von Werkmann. Werkmann ist wieder so ein Eigenlabel von einem Laden. Ist irgend so ein Billiglabel, genauso wie Workzone. Ich habe jetzt von denen die Werkzeuge noch nicht wirklich getestet. Das wird aber noch kommen. Ich werde auch die Werkmann-Werkzeuge noch testen. Von Workzone habe ich schon ein paar Nice Price Sachen vorgestellt. Und so ist dieses hier auch ein Nice Price Video. Denn ich für meinen Teil bin der absoluten Überzeugung, solche Verschleißmaterialien müssen nicht teuer gekauft werden. Denn so eine Flexscheibe ist von Metabo genauso schnell runter wie von Werkmann. Das ist meine Erfahrung aus der Vergangenheit. Ich habe jetzt schon seit zwei, drei, nee, länger, schon seit 5 Jahren ungefähr arbeite ich mit Trennscheiben von Workzone und seit 2, 3 Jahren bin ich umgestiegen auf die Trennscheiben von Werkmann. Einfach nur, weil man oft welche braucht, weil die schnell verbraucht sind, sowohl also von jedem Hersteller sind die schnell verbraucht. Wenn du mal 10, 12 Bandeisen zugeschnitten hast, irgendwann ist die Trennscheibe dann eben so groß und dann kommt die kaum noch über die, ragt die kaum noch über die Flex hinaus und man kann kaum noch was damit durchtrennen. Und dementsprechend, weil sie eben Verschleißmaterialien sind, kaufe ich die Bohrer und die Trennscheiben so billig wie möglich. Ihr könnt euch das hier mal in Ruhe angucken. Ich habe euch hier ein Video zusammengeschnitten. Erstmal habe ich ein Video, wo ich ein richtig, richtig dickes Bandeisen durchbohre. Das ist richtig dicker Stahl. Das hat fast einen Zentimeter, wenn nicht sogar was mehr an Dicke. Da bohre ich erst mit dem kleinen Bohrer vor und später mit dem dicken nach. Und das funktioniert ziemlich gut.
Und weil ein Bohrvorgang keine, ja, keine wirkliche Referenz darstellt für einen Bohrer, habe ich euch hier mal ein durchgängiges Video angeschaut. Das geht echt ein paar Minuten lang, wo ich mehrere dicke Bandeisen durchbohre nacheinander. Ich wechsle einfach nur schnell das Bandeisen und bohre und bohre und bohre, weil ich brauche die als, ja, Stabilisierung, als Hinterlegung, fast wie eine Beilagscheibe im Transit, um eben eine größere Fläche belasten zu können, weil das muss ordentlich was halten, was da befestigt wird. Und wie ihr seht, könnt ihr euch jetzt hier in Ruhe in dem Video angucken, wie ihr seht, ist es kein Problem mit diesen Bohrern Stück für Stück nacheinander durchzubohren. Klar, ich habe jetzt keine professionelle Kühlung, ich sprühe ein bisschen WD-40 drauf, damit die Bohrer nicht zu heiß werden. Ich habe keine hochprofessionelle Bohrmaschine, Standbohrmaschine. Das ist auch ein billiges Gerät, aber es tut voll und ganz seinen Zweck. Und es funktioniert. Es wird kein im Hundertstel präzises Bohrloch sein, aber auch das ist kein Problem. Das liegt nämlich zum größten Teil an der Standbohrmaschine. Das ist nämlich auch ein günstiges Derivat aus vom Aldi, auch von Workzone. Funktioniert aber auch für meine Verhältnisse super. Und genau deswegen kaufe ich dann eben auch einfach billige Bohrer. Und ihr könnt euch hier das im Video angucken. Das Video dauert wirklich ein paar Minuten lang, aber ich denke, das ist schon eine Referenz, wenn ihr sehen könnt, wie ich ein Bandeis nach dem anderen durchbohre. Schaut es euch mal an.
Ja, ihr habt es gesehen. Die Bohrer, die halten echt was aus und dafür, dass sie nichts kosten, denn so eine Bohrerbox hier mit diesen 8 Bohrern drin kostet 2,65 €. Man sollte meinen, das taugt gar nichts, aber ich habe die jetzt in der Vergangenheit viel benutzt und ich sehe nicht ein, für einen Bosch oder einen Metabo oder einen Makita-Bohrer mehr Geld auszugeben, weil die halten genauso lang. Und die kann man genauso gut oder schlecht wieder nachschärfen und wieder benutzen wie die billigen Werkmann-Bohrer. Und deswegen würde ich tatsächlich gerne mal herausfinden, ich versuche es auch, wer hinter diesen Werkmann-Werkzeugen steckt. Hier an der Stelle eine Frage an euch. Wenn einer von euch das rausfindet, schreibt es mir hier drunter mit einer irgendeiner prüfbaren Referenz, mit irgendeinem prüfbaren Beweis, dass ihr herausgefunden habt, welcher Hersteller dahinter steckt. Wenn ihr das macht, ich schicke euch ein Werkzeug zu. Ich gucke mal, was ich hier noch rumliegen habe, was ich entbehren kann, und dann schicke ich es euch zu als Dankeschön dafür, wenn ihr mir sagen könnt, wer hinter Werkmann steckt. Kommen wir zu den Trennscheiben kurz. Die Trennscheiben genauso. Auch von Werkmann, super günstig. Wie gesagt, das 10er Set, nur ein paar Euro, und die tun genau, was sie sollen. So eine Trennscheibe, die man im Bauhaus kauft, die da hängt, im Fachhandel irgendwo, da kostet eine Trennscheibe gleich 4, 5 Euro. Vor allem, wenn sie für Edelstahl ist, sind sie noch teurer. Und hier, das sind Edelstahl-Trennscheiben. Da kostet wieder das 10er Set irgendwas um die 3, 4 Euro. Und das ist einfach hervorragend. Ihr könnt euch das hier in Ruhe anschauen. Ich flexe euch hier mal ein paar Edelstahlrohre. Das sind dicke Handlaufrohre. Die habe ich benutzt im Transit, um eine große Halterung zu bauen für das runterlassbare Bett. Und ihr könnt euch das hier angucken, ich flex die Sachen durch und das funktioniert alles absolut problemlos. Ja, ihr habt es gesehen, die Trennscheiben tun, was sie sollen beim Edelstahl. Die haben keinen sonderlich hohen Verschleiß, jetzt keinen, der nennenswert höher wäre als von einer anderen Trennscheibe. Die schneiden gut, die funktionieren 1A, da gibt es für mich nichts dran zu meckern. Joa. Deswegen sieht's für mich auch, oder gibt's für mich auch keinen großen Grund, irgendwie teurere Trennscheiben zu kaufen, weil, wie gesagt, Verschleißmaterial und wenn ich 10 Stück davon brauche, selbst wenn die, sagen wir mal, sie würden halb so lange halten, was ich nicht glaube, aber sagen wir, sie würden halb so lange halten, dann hat man hier 10 Trennscheiben für ein paar Euro. Die 10 Trennscheiben, da benutze ich die doppelt so lange, wie wenn ich mir zwei von den guten kaufe. Und insofern ist mir das dann auch wieder wurscht. Ja, ich habe auch die Stahltrennscheiben hier mal ausprobiert, an einem richtig dicken Bandstahl. Hab sogar zwei Bandeisen übereinander gelegt, einfach nur, um zu zeigen, dass man damit problemlos auch die Bandeisen durchschneiden kann und dickere Stähle. Und ja, das funktioniert absolut 1A. Schaut's euch mal an.
Ja, ihr habt es gesehen. Das hat alles einwandfrei funktioniert. Und auch hier nochmal der Hinweis: Ich habe nichts davon. Ich habe auch keine Kooperation mit Action oder mit dem Laden oder sonst irgendwas, euch hier Sachen zu empfehlen, die es nicht bringen. In meinem Fall ist es einfach so: Ich sehe halt Bohrer und Trennscheiben absolut als Verschleißmaterial. Und deswegen dachte ich, ich gebe euch den Tipp: Ich benutze die, weil die es für mich genauso tun wie professionellere oder teurere Bohrer und von anderen Herstellern oder teurere Trennscheiben von anderen Herstellern. Es funktioniert einfach genauso gut. Und selbst wenn die Bohrer minimal schlechter wären oder die Trennscheiben minimal schlechter wären, allein der Preis rechtfertigt es schon wieder, dann kaufe ich mir halt wie in diesem Fall hier drei oder sogar vier Bohrerboxen zum Preis von einer. Tatsächlich habe ich mir letztens auch eine große Bohrerbox nochmal im Baumarkt besorgt, die kostete 20 Euro. Wenn eine so eine 2,60 € kostet, kann ich mir 10 locker, ja fast 10 Bohrerboxen kaufen und habe dann 10-mal die einzelnen Größen. Und wenn einer kaputt geht, nehme ich einfach den nächsten. Das ist scheißegal. Deswegen an der Stelle hier den Tipp: Kauft die Sachen nicht zu teuer, es lohnt sich meistens nicht. Und vor allem, wenn es so Standardsachen sind wie Trennscheiben für Metall oder sogar für Edelstahl oder eben normale Metallbohrer. Gibt nicht so viel Geld dafür aus, es lohnt sich nicht. Gerade die Baumarktmaterialien, die dann gerne 20, 30 € und mehr kosten, gerade bei Bohrerboxen oder eben die Trennscheiben im Baumarkt, die 5 bis 10 € kosten, spart es euch, es lohnt sich absolut nicht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tipp was Gutes tun. Ich hoffe, ihr fandet das gut. Ihr könnt euch das ja mal durch den Kopf gehen lassen, könnt mir Feedback dazu dalassen. Wenn ihr mehr so Tricks, so kleine, ja, wo man Geld sparen kann oder ähnliches auch sehen möchtet in der Zukunft, sagt mir Bescheid. Ich gebe euch dann weitere Infos dazu. Und ja, das war's erstmal von mir. Schaltet wieder ein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Hey Leute, hier oben könnt ihr meinen Channel abonnieren oder unten über das kleine Logo. Und hier mittig könnt ihr meinen letzten Upload sehen, beziehungsweise meinen neuesten Upload und könnt euch noch weitere Videos von mir anschauen.